Hallo und guten Tag, Freunde der Légion Étrangère. Ich grüße euch. Heute geht es um zwei Dinge. Einmal um den Wein und zum Zweiten um Fragen. Um eure Fragen nämlich. Ich hatte es schon einmal erwähnt, die Fremdenlegion baut sich ihren Wein selbst an. Und das tut sie auf einem Weingut mit dem Namen Domaine de Capitaine d'Anjou bei Puylaubier. Und das befindet sich im Süden Frankreich in der Provence, zu Füßen des Berges Mont-Sainte-Victoire. 250.000 Flaschen jährlich, 40 Hektar Terroir, und angebaut wird dieser Wein von den Alten, von den Anciens des Invalidenheims der Fremdenlegion. Habe hier mal eine Flasche mitgebracht, damit ihr mal seht, wie sich sowas dann auch präsentiert. Das ist ein sehr guter Tafelwein. Die Legion macht ihn rot, macht ihn rosé und macht ihn excellent. Die Legionäre machen ihren Wein für Legionäre. Puylaubier, Marke Puylaubier. Eine andere Flasche, hier mal ein Rosé. Dieser stammt aus dem Jahr 1994. Bei der Legion war es damals üblich in alten Zeiten, dass man jedem Legionär einmal am Tag seinen Quin du Pinard präsentierte. Den musste oder durfte er dann trinken. Heute ist dem nicht mehr so. Heute wird bei Gelegenheiten wie zum Camerone-Fest, bei Saint-Michel, Saint-Barbe oder noch zum Fête de la Fourragère, der Trois Marie, getrunken. Da stellt der Wein den Link zwischen den alten und den neuen Legionären her. Der Wein in der Legion ist nicht nur ein Wein, es ist eine Kultur. Und gleich geht's weiter mit Antworten zu euren Fragen. Bleibt dran! Wieder zurück in meinem Büro. Ich habe den Pullover angelassen, es ist wahnsinnig kalt da draußen, minus 2 Grad heute Morgen im Wald. Und für einen wie mich, der den Großteil seiner Karriere bei der Legion in Afrika verbracht hat, ist das natürlich schon ganz schön harter Tobak. Hallo, ich grüße euch. Die nächsten 8 bis 10 Minuten werde ich damit verbringen, eure Fragen zu beantworten. Ich gehe gleich mal rein in meinen PC und da schrieb Wanderer X. Hallo Wanderer X, wir beide sind gute alte Freunde. Ich grüße dich. Vor 15 Stunden. Schönes Video. Darf man denn die ganzen Sachen, die du in deinem Büro hast, einfach so mitnehmen nach Ende der Dienstzeit? Oder bedarf es einer Erlaubnis? Nun, Wanderer X, ich war die letzten 5, 6 Jahre bei der Fremdenlegion. Ich hatte ansprechende Dienstgrade. Ich war Sergeant-Chef, ich war Zugführer, ich war Spieß, Kompaniefeldwebel. Und wenn man dann so einen Posten inne hat, dann bedarf es keiner Erlaubnis. Das mache ich dann einfach. In jedem Land, das ich besuchte, ich war 4-mal im Tschad, ich war 4-mal in der Zentralafrikanischen Republik, mehrere Mals in Gabun, Djibouti im Kongo. Jedes Mal nahm ich ein Souvenir mit. Und das einzige Stück, für das ich eine Erlaubnis nötig hatte, war dieser Büffelkopf. Hier, er stammt aus der Zentralafrikanischen Republik und dafür musste ich mir die Genehmigung meines Commandant d'Unité, meines
Kapitäns oder Hauptmanns, Kompanieführer, Einhorn, die bekam ich bedenkenlos, also gar kein Problem. Du schreibst weiter. Erlaubt, ist es denn erlaubt, so über die Legion zu sprechen und zu erzählen? Oder hat man Schweigepflicht und man braucht eine Sondererlaubnis? Nun, ich war Zugführer, habe als solcher eine ganz besondere Einweisung erhalten, weiß über Dinge Bescheid und darf Dinge auch äußern, die dem normalen Mannschaftsdienstgraden eben vielleicht nicht erlaubt sind. Ich habe immer noch sehr viele Kontakte zum Headquarter, nach Aubagne, zum Chef de Corps des Premier RÖ oder auch zum General der Fremdenlegion. Das waren ja alles noch ganz junge Leutnants, wie ich noch aktiv war. Und die wissen um meine Aktivitäten und die geben mir dafür grünes Licht. Es braucht dafür keine ganz besondere Genehmigung. Und es sind keine relevanten Sicherheitsfragen, die ich hier offenlege. Ich würde nie etwas erzählen, das einzelne Legionäre oder die Institutionen oder Operationen, laufende Operationen, in Frage stellen würde. Nein, das meiste, das ich erzähle, sind Erlebnisse aus Tagen vor X und Y Jahren, also alles im grünen Bereich. Alles ist gut. So, nächste Frage. Vant Deux schrieb mir vor 18 Stunden: Sehr geehrter Herr Gass, ich probiere schon länger, Sie zu kontaktieren, jedoch ohne Erfolg. Auch auf Instagram hat meine Nachricht Sie leider nicht erreicht. Gibt es eine Möglichkeit, Ihnen privat zu schreiben? Nun, die Antwort ist folgendes, gilt für alle. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich bekomme täglich wahnsinnig viele E-Mails auf Facebook, Instagram, auf mein E-Mail-Konto. Und da kann es schon sein, dass der ein oder andere übersehen wird. Lieber Vant Deux, schreib mir bitte eine Nachricht auf thomaslegion@rocketmail.com und ich werde dir umgehend antworten. Wenn nicht, mich nochmal daran erinnern auf YouTube. Dankeschön. Next question. Sind sehr viele englische Fragen, die hier sind. Wolfgang Otte schrieb vor 21 Stunden, ich habe den Wolfgang schon geantwortet, Thomas, was wäre denn dein Dienstgrad analog zur Bundeswehr? Das ist in der Tat, Adjutant ist ein Feldwebel. Ja. So. Lino Hausmann, hallo, ich hoffe es geht dir gut. Deine Frage. Hallo Thomas, zunächst vielen Dank für deine Videos. Mich würde interessieren, wie die Auswahl und Ausbildung der Scharfschützen bei der Legion aussieht. Handelt es sich bei den Scharfschützen nur um erfahrene Mannschaftler und Offiziere oder ist es auch schon möglich, innerhalb der ersten 5 Jahre die Ausbildung zu erhalten? Nun, die Ausbildung bei der Fremdenlegion geht folgendermaßen vonstatten. Es findet zunächst die Auswahl der Kandidaten statt. Und zwar zeitgleich in allen Kompanien. Das Dösemrep, zum Beispiel, ich spreche jetzt nur vom Dösemrep, von den Fallschirmjägern der Legion, hat 5 Kampfkompanien und die Zugführer beobachten ihre Legionäre bei jeder Schießausbildung. Die besten Schützen, die mit der FAMAS oder der HK 416 schießen, werden sich vorgemerkt. Man hat da ein Auge auf die. Und am Ende eines gewissen Zykluses werden die besten Schützen aller Züge zusammengefasst zu einem Peloton, zu einem Scharfschützenzug. Dieser wird geschickt in die 4. Kompanie, denn die 4. Kompanie ist verantwortlich für die Ausbildung der Scharfschützen im Regiment. Und dann findet statt nochmal eine Auswahl, ein Scharfschützenlehrgang. Das ist der technische Teil, der dauert 3 Wochen. Hier wird familiarisiert mit der Waffe, mit dem Zielfernrohr, mit den Distanzen, mit der Schussabgabe, Schussfolge, Zielaufnahme und so weiter. Und danach, das ist ein TP-Lehrgang, Tireur de Précision, und danach gibt es einen Sniper-Lehrgang. Und auf dem Sniper-Lehrgang, der dauert ebenfalls 4 Wochen, kommt dann die ganze Taktik ins Spiel. Das heißt, tarnen, täuschen, infiltrieren, Schussabgabe, exfiltrieren, Umgang mit Radio, mit Transmission, das heißt mit Funksprechgeräten und so weiter und so fort.
Nahkampf, all das, was eben ein Scharfschützenteam, ein Sniperteam im Einsatz nötig hat. Ich möchte hier hinzufügen, dass die Sniper der 4. Kompanie, die Grauen, zu den besten Scharfschützen der Welt gehören. Nächste Frage. Dauert ein bisschen. Tank of the Beat. Hallo Tank of the Beat, auch ein alter Bekannter. Ich grüße dich. Was ist schwerer? Vater oder Legionär sein? Nun, ich möchte diese Frage nicht so global beantworten. Ist auch schwierig. Ich sah meine Legionäre, die in meinem Verantwortungsbereich waren, immer als meine Kinder an. Und ich kümmerte mich um sie von A bis Z, rund um die Uhr. Denn ein Legionär ist nicht ein Soldat, der früh auf die Arbeit kommt und abends die Tür schließt und wieder heimgeht. Nein, ein Legionär wohnt in der Kaserne. Das ist sein Leben. Legio Patria Nostra. Und solche Menschen, die brauchen Ansprechpersonen. Die brauchen Chefs, die für sie da sind. Tag und Nacht, am Wochenende, im Einsatz, im Manöver und auch in der Freizeit. Ein Legionär ist für mich immer mein Kind gewesen. Ja? Und die Frage, ob es schwerer ist, Vater oder Legionär zu sein. Nun, als Vorgesetzter bei der Legion war ich Vater. Heute bin ich Vater zweier Töchter. Ich bin happy. Es ist easy. Man muss es nicht sich nur easy machen. Es ist schwer, wenn man es sich schwer macht. Ich kann das nicht so global beantworten. Es ist auf jeden Fall fantastisch und erfüllend, würde ich sagen. Ja, es macht Sinn, Vater zu sein. Es macht Sinn, Vorgesetzter bei der Legion zu sein und Legionär zu sein. So, gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Michael zu Kirchen vor einem Tag. Ich möchte in die Fremdenlegion eintreten, hatte aber 2014 eine Rückenverletzung, sprich drei Wirbel gebrochen, die aber vollständig verheilt sind. Ich trainiere regelmäßig für die Aufnahme. Wäre das ein Problem bei der Aufnahme? Ich bin jetzt 32 und in Topform und würde es gerne mit Stolz probieren. Lieber Michael, wenn du die Aufnahmebedingungen erfüllst, kannst du dich jederzeit bei der Fremdenlegion melden. Das ist kein Problem. Es gibt in der Legion 11 Aufnahmestellen, die sogenannten Post-Information Légion étrangère. Die findest du in jeder größeren Stadt. Einfach nach Frankreich fahren, in einer dieser Rekrutenaufnahmestellen und dich bewerben. Wenn die Verwundungen, die Verletzungen oder die Rückenverletzung sich wieder so weit zurückgebildet hat oder gesund ist, dass du da alle Ansprüche, alle physikalischen, ich würde sagen, alle körperlichen Stressbelastungen, die da auf dich zukommen können, und das wird hart, durchführen kannst, dann sehe ich für dich gar kein Problem. Go, grünes Licht für dich. Nächste Frage. Metatron. Sonst kommst immer so hart rüber. Nun, ich glaube, alle Menschen, die mich nicht kennen, sehen das irgendwo in mir. Die Leute, die ich aber näher an mich ranlasse, die kennen mich wirklich. Und die wissen, dass ich nicht der Knallharte bin. Nur dann, wenn es sein muss. Aber du hast ja doch eine liebevolle Seite an dir. Darf ich fragen, wie alt du bist? Lieber Metatron, ich bin 57. Es scheinen ja späte Vaterfreuden. Absolut, ich bekam meine erste Tochter mit 35. Und meine zweite Tochter und letzte Tochter letztes Jahr. Es ist Emilou und Emilou ist 14 Monate alt. Ja, das war die Nachricht an die Nordsee da oben.
Nun, les toubibs. Hallo, les toubibs. Je pense que vous parlez français. Très bien. Les toubibs, das heißt für die Deutschen, das heißt der Arzt. Ja. Emilou, ein wirklich schöner Name. Wie kamst du auf ihn? Etwa durch Emilou Harris? Nein, lieber Toubib, nicht durch Emilou Harris. Natürlich kenne ich Emilou Harris. Doch, ich wollte einen französisch-amerikanischen Namen für mein Mädchen. Und Emilou ist für mich die Abkürzung von Emmy. Eine meiner Vorgesetzten im Sicherheitsbereich hieß Emily. Gefiel mir gut. Emmy gefällt mir besser. Emmy und Louise. Louise kommt aus dem deutsch-amerikanischen, aus dem französisch-amerikanischen Bereich. Und ich wollte einen Doppelnamen. Emmy Lou. Wird zusammengeschrieben. Finde ich sehr toll. Hast du recht, Tobi. Deine Antwort. So. Die nächste Frage. Horst Nitowski, hast du deine Untergebenen auch mal in den Arsch getreten? Lieber Horst, das war hier und da nötig. Aber ich bin ein Vorgesetzter, der sich zur Aufgabe gemacht hat, keinen meiner Untergebenen irgendwie körperliche Gewalt anzutun. Ich habe nie einen Legionär schlagen müssen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und warum? Weil ich selber als junger Legionär nie geschlagen wurde. Das blieb bei mir zurück. Und ich glaube, Gewalt. Wer Gewalt anwenden muss als Vorgesetzter, der muss sich selbst in Frage stellen. Also, meine Antwort auf deine Frage ist nein. Wie gesagt, es bleiben die Ausnahmen. Aber das war eine Situation, da musste es dann wirklich sein. Da ging es dann um Sicherheit. Da ging es um ganz dringende Sicherheitsfragen. Und wenn man da nicht mal zulangt, da muss man Schaden abwenden. Da muss man abwägen. Gut. Nächste Frage, es geht noch eine weiter. Lieber Arthur Walter, nein, es gibt von meinen 21 Büchern, die ich bisher veröffentlicht habe, bei zwei Verlagen, aber auch im Eigenverlag, noch keine Hörbücher. Ja, ich finde das schade, aber ich arbeite daran. Moduman 00 schreibt oder fragt, hallo Herr Gast, ich würde gerne wissen, was nach der Grundausbildung geschieht. Findet eine allfällige Spezialisierung statt? Lieber Moduman 00, natürlich, die Grundausbildung dauert 16 Wochen. Danach werden die Kandidaten, wenn sie aus diesem Bootcamp kommen, in die Regimenter geschickt. Es gibt in der Metropole 6 Kampfregimenter. Dort werden die Legionäre disloziert. Das heißt, sie werden aufgeteilt auf diese Kampfregimenter. Und dort findet die Vollausbildung statt. Es gibt aber keinen Zeitansatz für diese Vollausbildung, denn die Ausbildung ist nie zu Ende. Ja, ich weiß, dass da bei der Bundeswehr damals die Vollausbildung zu meiner Zeit 6 Monate dauerte, nach der Grundausbildung. Aber bei der Legion ist sie ständig. Und wenn du 15 Jahre bei der Legion bist, na, dann dauert deine Vollausbildung 15 Jahre. Ja? Es kommen immer neue Komponenten, immer Unerwartetes hinzu, immer neue Einsatzorte, immer neue Techniken, Materialien und so weiter und so fort. Die Grundausbildung in Castelnaudary, danach die Vollausbildung in deinem Regiment. Ich möchte da hinzufügen, dass alle Legionäre, auch wenn sie später nur Koch werden oder Mechaniker oder Sekretär, eine Infanterieausbildung erhalten, die sich gewaschen hat. Ja? Das heißt, der Koch, der Sekretär oder der Fahrer kann von heute auf morgen irgendeinen Soldaten im Kampfregiment ersetzen, und zwar mit der Waffe in der Hand. No problem. Nun habe ich hier eine ziemlich lange Nachricht von Cancel der Bagdad Kommando. Ich werde dir auf diese Frage per E-Mail antworten, denn es würde jetzt den Rahmen dessen sprengen, was ich mir für heute vorgenommen habe. Zu dir nur so viel gesagt,
Ich bin nicht bei dir, bei dem, was du schreibst. Denn der Legionär hat in der Legion eine zweite Chance erhalten. Seine Gratitüde, seine Dankbarkeit der Institution gegenüber ist wahnsinnig groß. Und dafür ist er bereit, sein Leben zu geben. Und dieses kleine Atu, diesen Vorteil, haben die meisten Armeen in der Erde, auf dieser Erde, die ich kenne. Und ich habe mit allen zusammengearbeitet. Ob das die Marines waren, die Navy Seals, die KSK und so weiter und so fort. Und diesen Vorteil und diesen Esprit habe ich bei den anderen Soldaten nicht unbedingt gesehen. Und jetzt machen wir mal die absolut letzte Frage, denn es wird langsam lang. Ja, Wolfgang Arnold schrieb, danke und top, wie immer, Thomas. Facebook vorbei? Nein. Und das gilt auch wieder für alle global. Ich habe mein Facebook-Konto mit dem Namen Thomas Gast gelöscht, habe ein anderes erstellt, denn es hat einen Hintergrund. Ich habe Bücher geschrieben und die letzten beiden Bücher veröffentlicht unter dem Namen Christopher L. Rees. Jetzt muss ich zwischen den beiden Namen jonglieren. Zwischen meinen Legionsbüchern, zwischen den Afrikern, zwischen der Belletristik, zwischen den beiden Pseudonymen oder Namen und Pseudonym. Ich habe mich dazu entschlossen, Thomas Gast mal hinfällig mal sein zu lassen, den Namen als Autor, und habe mich zurückgeschlagen auf, habe mich entschieden, ein neues Facebook-Konto zu gründen, Christopher L. Rees. Alle, die vorher bei mir auf meinem Facebook-Konto waren, bei Thomas Gast, lade ich herzlich ein. Besucht meine Seite Christopher L. Rees, fragt an, ich werde auf jeden Fall bestätigen. Liebe Zuhörer, liebe Freunde der Legion of Trondheim, das war's für heute. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Es ist wahnsinnig klasse, was ich hier erfahre. Über 5000 Follower. Ja, das macht Sinn, das macht Laune, das macht Freude. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Das steht nun bevor. Und ich lade euch ein zu meinem nächsten Clip. Der wird spätestens übermorgen hochgeladen. Es geht weiter mit dem Drama Sarajevo. 1992-1993. Amitié, Legionär, euer Thomas Gast. Le Marche du Soldat Robert Bruce, ein Schotte, gespielt von der Musik der Légion étrangère, MPLE, Musik Principal der Légion étrangère. Eine wahnsinnig klasse, ein wahnsinnig klasse Orchester. Good morning, friends of the French Foreign Legion.